Hallöchen. Ja, herzlich willkommen bei diesem Video. Ein Jahr wohnungslos. Den genauen Zeitpunkt festzulegen, jetzt irgendwie, wann das angefangen hat, ist für manche Leute vielleicht da, für manche Leute vielleicht da. Die Fakten sind so, dass ich im Januar 2017 meine Wohnung verlassen habe. In dem Glauben, ich kehre da im März wieder zurück hin und mache dann Praxis weiter und lebe da weiter. Auf der Reise letztes Jahr in Thailand, alle, die jetzt mehr darüber erfahren wollen, was da so stattgefunden haben, da gibt es einige Videos zu aus dieser Zeit. Freier Fall für die Liebe heißt zum Beispiel eins. Und ja, auf dieser Reise habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass mein Leben nicht so ist, wie ich das gerne hätte, wie sich das anfühlen sollte. Mir ist da klar geworden, dass ich irgendwie nicht mehr so glücklich bin, wie ich meine Arbeit mache und in meiner Praxis, also den Räumlichkeiten. Und auch wollte ich schon längere Zeit aufs Land ziehen und habe das aber nicht gemacht. Ich habe zu dem damaligen Zeitpunkt in Leipzig gelebt. Bin ja ursprünglich mal, also ich habe 13 Jahre in Berlin gelebt und bin dann nach Leipzig gezogen, weil ich schon kleiner leben wollte, aber ich konnte mir damals noch nicht vorstellen, irgendwo aufs Dorf zu ziehen, wo nichts ist. Und dann nach kurzer Zeit Leipzig, nachdem ich da kurze Zeit gelebt habe, konnte ich es mir vorstellen. Und ja, und dann ist es aber irgendwie nicht passiert. Und auf dieser Reise letztes Jahr, im Februar, so mit diesem Abstand, habe ich dann, ja, ich war da in Thailand, auf Koh Phangan, habe ich dann auf mein Leben geschaut und konnte das irgendwie mit mehr Abstand betrachten und habe dann quasi von dort aus beschlossen, dass ich nicht mehr zurückkehre dahin. Und bin dann auch länger dort geblieben und habe entschieden, dass ich Freunde besuche auf dem Land, mich da umschaue in Gemeinschaften. Ja, ich wollte gerne auf dem Land in der Gemeinschaft leben und habe dann einfach alle Freunde besucht, die irgendwo auf dem Land gelebt haben und habe dann quasi schon das gemacht, was ich mir gewünscht habe, nur dass ich halt für mich selbst einen Ort suche, wo ich dauerhaft bleiben kann. Das war so die Ausgangsbasis. Und die Wohnung letzten Endes aufgegeben habe ich dann Mitte Oktober, ne? Also ist ja dann noch, erst war es so, okay, ich komme mal zurück und behalte sie aber noch. Und falls ich mich doch noch umentscheide und der Mut mich verlässt, aber das war dann nicht so. Und dann habe ich sie immer weiter untervermietet und bis ich sie dann halt gekündigt habe und aufgelöst habe. Und das war dann quasi, da habe ich dann noch mal im September, Oktober dort sozusagen Zeit verbracht, um sie aufzulösen. Aber ich war sozusagen seit Januar 2017 nicht mehr in dieser Wohnung bis heute. Jetzt ist Mai 2018 und diese Zeit bin ich sozusagen wohnungslos. Tatsächlich wohnungslos, wie gesagt, Mitte Oktober war, seitdem habe ich wirklich keinen eigenen Ort mehr, aber dadurch, dass das für mich sich auch vorher schon so angefühlt hat, ja, dass ich wusste, dass ich dann nicht wieder zurückkehren werde, ist es halt Januar 2017. Aber das sind jetzt nur Fakten und Zahlen, aber ich bin halt jetzt schon seit, ja, 1,5 Jahren sozusagen so unterwegs und wollte einfach mit dir teilen, was da so passiert ist, wie es mir ergangen ist. Ja, ich am Anfang, als ich zurückkam nach Deutschland von Thailand aus, wo ich das ja alles so beschlossen habe, habe ich erstmal totale Panik bekommen oder wow, ich habe nämlich immer Angst gehabt, unter der Brücke zu landen und obdachlos zu sein. Ja, meine Arbeit habe ich auch, das war sozusagen die Erkenntnis auf dieser Reise. Ich habe gearbeitet, um meine Existenzangst zu bedienen, ja, weil ich war getrieben von meiner Existenzangst und das wollte ich einfach nicht mehr, ja. Deswegen habe ich dann auch diese Arbeit aufgegeben, weil ich gemerkt habe, ich habe da irgendwie die Liebe
zu verloren. Also ich bin ja Heilpraktikerin, ich arbeite mit Menschen und es ist, ich mache das gerne, aber die Motivation zu dem damaligen Zeitpunkt war einfach nicht mehr die richtige. So, ja. Und ich kam dann zurück und dachte so, oh Gott, wo werde ich, wie wird das werden? Werde ich immer ein Dach über dem Kopf haben? Und um das abzukürzen, ja, ich hatte seitdem immer ein Dach über dem Kopf, wenn ich es wollte, außer ich habe draußen mal geschlafen. Freiwillig. Und da hat mir eine Bekannte sehr weitergeholfen, die das auch schon länger gemacht hat. Und die hat mir einen Trick verraten, der mir dann viel Ruhe gegeben hat. Und zwar hat sie gesagt, dass es für sie wichtig war, 2, 3 Orte zu haben, wo sie weiß, da kann sie jederzeit hin, so emergency-mäßig. Und dann, das war für sie das Backup so. Und das habe ich dann auch gemacht, dass ich einfach geguckt habe, okay, Freunde, Familie, wo kann ich jederzeit hin, wenn ich nichts anderes finde. Und das hat dann wirklich innerhalb kürzester Zeit mir einen großen Frieden gebracht und dann natürlich auch mit der Zeit zu merken, ja, ich finde immer was. Es gab 1-2 Mal so Situationen, wo irgendwie Samstag war und ich wusste noch nicht, wo ich Sonntag bleibe. Ja? Aber auch da hat sich dann was aufgetan. Und das ist auf jeden Fall was, wo ich gemerkt habe, was auch ein Grund war, warum ich damit losgezogen bin. Ich wollte gerne mehr Vertrauen ins Leben gewinnen. Ja, ich wollte mich dem Leben mehr anvertrauen, Kontrolle mehr aufgeben. Und es ist wirklich, ja, mein Vertrauen ins Leben ist auf jeden Fall gewachsen. Wie gesagt, ich hatte immer einen Schlafplatz und auch jetzt nicht irgendwie Notunterkünfte oder so. Gab ja sogar auf YouTube Leute, die mir das angeboten haben, vorbeizukommen, bei sich zu schlafen. Was mich immer total gerührt hat. Ich musste das dann, oder ich brauchte das dann nie in Anspruch nehmen, weil ich halt immer noch genügend Freunde hatte, die ich schon lange besuchen wollte, die auch auf dem Land gelebt haben, wo ich halt dann geguckt habe, ist das was, ist das ein Ort für mich, ja? Und ich habe das vorhin so angedeutet, ich bin damit losgezogen, einen Ort für mich zu finden. Und jetzt gerade würde ich das nicht mehr so sagen. Auch wenn ich jetzt, am Anfang war ich so alle 1 bis 2 Wochen woanders. Irgendwann habe ich gemerkt, oh, ich möchte jetzt auch gerne mal länger irgendwo bleiben, was ich dann halt in Indien jetzt hatte. Und auch jetzt merke ich, ich bleibe lieber mal an einem Ort länger, als dass ich jetzt permanent umherziehe. Und ich habe immer noch keinen Ort für mich gefunden und ich bin aber auch gerade sozusagen nicht mehr auf der Suche danach. Ich lebe einfach jeden einzelnen Schritt, der gerade so ansteht, was sich so zeigt, ja. Und merke jetzt so, über einen längeren Zeitraum werden ja auch oft Dinge deutlicher. So, ne? Und ich merke, das, warum ich mich mal auf den Weg gemacht habe, warum ich all das Alte aufgegeben habe, das kehrt wirklich ein. Ich habe vorhin gesagt, ein Video hieß Freier Fall für die Liebe. Ein Grund ist ja auch, dass ich die Liebe in meinem Leben wiederfinden möchte. Und ich kann dir sagen, es ist vollbracht sozusagen. Oder ich bin immer mehr in der Liebe. Ja, es wird, ich weiß jetzt nicht, ob es schon rausgekommen ist oder eins der nächsten Videos ist, wie ich in einer spirituellen Gemeinschaft in Indien gelebt habe, wo wirklich die Liebe der Hauptmotor für alles ist. Und es war für mich, das Leben hat mich da einfach so hingeführt, beziehungsweise ich wurde da so hingezogen. Und es ist einfach schön, dass dieses Vertrauen in mir gewachsen ist, dass der nächste Ort, der nächste Schritt sich zeigt und der mir dann das bringt, was ich gerade brauche. Und das ist schön, also das ganz Praktische so, ja, ich hatte jetzt wirklich immer ein Dach über dem Kopf, es ging immer weiter und die Angst hat sich nicht bestätigt. Und das war zum Beispiel auch was sehr Schönes für mich, so in Asien, da kenne ich das ja, dass ich da einfach, dass die Menschen sehr gastfreundlich sind, dass ich da einfach mein Zimmer finde. Aber in Deutschland, es war für mich, oh, funktioniert das hier? Es war eine schöne Erkenntnis für mich auch,
zu merken, dass auch die Menschen hier gastfreundlich sind und mir das anbieten und auch jetzt ja so in ihren vielleicht Arbeitsmodus drin sind und ich ein ganz anderes Leben gerade habe, dieses so hinzukriegen, ne? Und also diese Gratwanderung zwischen den Menschen, die so ihren Alltag leben und die ich gerade überhaupt keinen Alltag so habe, ne? Und in so einer Phase bin, wo ich weiß nicht, wie es weitergeht. So der nächste Schritt zeigt sich dann zwar immer, aber ich habe jetzt keinen großen Plan für mich, kein großes Ziel für mich. So, ne? Ich habe so das Gefühl, ich lebe in das Neue hinein, mehr und mehr. Und ich habe ein Leben, was gerade was sehr im Hier und Jetzt ist, was sehr im Moment ist. Viele interessiert vielleicht auch, wovon habe ich gelebt, wie habe ich das finanziert. Ich hatte das Glück, dass ich am Anfang eine größere Summe gespart hatte. Die war sozusagen schon da und davon lebe ich jetzt seitdem. Ich bin ein sehr sparsamer Mensch, beziehungsweise ich kann sehr sparsam leben. Ich habe jetzt, zahle jetzt sozusagen auch keine Miete mehr, was für viele ja so ein großer Posten ist. Auch in meinem Leben war das immer ein großer Posten, der mich sehr unter Druck gesetzt hat. Und da einfach auch mal so eine Erleichterung reinzubringen, hat mir sehr gut getan. Und dann habe ich ja auch meine Wohnung aufgelöst, da habe ich eine Kaution wiederbekommen. Ich habe ja minimalisiert, gibt es auch Videos dazu. Ich habe jetzt vielleicht noch ein Viertel meiner Sachen. Ich habe jetzt nicht drei Viertel verkaufen können, aber einen Teil davon habe ich halt auch verkauft, dann habe ich davon gelebt. Ich habe auch noch ein paar Patienten, Patientinnen gehabt. Ich habe die Retreats mit Tobias gehabt. Ein ganz kleiner Teil. Ich mache ja hier dieses YouTube. Das ist ja für mich ein Hobby, ne? Das ist nicht irgendwas, womit ich Geld verdiene. Aber es gibt tatsächlich Menschen und dafür möchte ich mich auch noch mal ganz, ganz herzlich bedanken, dass ab und zu, ja wirklich jetzt nicht, dass ich davon leben könnte. Das sind so kleine Beträge, mit denen ich nicht rechne. Ja, und da bin ich sehr, sehr dankbar für, dass da manche Menschen über PayPal was spenden oder ich habe ein paar Menschen, die mich über Patreon unterstützen. Vielleicht habt ihr es bemerkt, ich habe auch seit einiger Zeit jetzt Werbung geschaltet. Wie gesagt, das sind Beträge, sind irgendwie 15 Euro oder 5 Euro mal oder 10 Euro oder so oder auch 1 Euro und 3 Euro und was weiß ich. So, das sind so die Größenordnungen, die da ab und zu mal reinflattern. Wie gesagt, es rührt mein Herz, dass wirklich Menschen einfach von sich aus das tun. Ich merke jetzt schon, okay, das Geld wird langsam weniger und das rührt dann schon so an, trifft dann wieder so Punkte, wofür ich sehr dankbar bin, dass halt wieder Existenzangst auftaucht oder ne, dass ich einfach sehe, wo ich stehe, wo so Punkte sind. Und meine Hoffnung ist aber einfach, dass ich quasi, dass das Geld so lange reichen wird, bis ich irgendwo gelandet bin, wo ich mir wieder was aufbauen kann, wo ich mir vielleicht einen Job suchen kann oder eine Praxis aufmachen kann wieder. Ich weiß es aber noch nicht. Ich weiß, ich bin noch nicht da und jetzt, während ich in Indien war und diesen selbstlosen Dienst dort gemacht habe, also für die Gemeinschaft einfach was beigetragen habe, in Form von Arbeit, bin ich jetzt so auf die Idee gekommen, dass ich einfach die Zeit, die ich jetzt hier gerade bin, mir Orte suchen möchte, wo ich für Kost und Logis sozusagen arbeite, um einfach jetzt ja auf dem Land weiterhin sein zu können und bis irgendwas sich auftut, wo ich so denke, ja, da bleibe ich oder da gehe ich hin. So offenbaren sich immer neue Lösungen, um mir diese Zeit zu schenken. Ich weiß auch, dass dieses Jahr wieder ein sehr herausforderndes für mich sein wird. Also es hat sich einfach gezeigt. Ich werde ja dieses Jahr 40 Jahre alt und ich merke, dass an dieser Zahl ein Thema dranhängt, was noch nicht sich zu 100% gezeigt hat, aber ich weiß, dass es ein sehr auch schmerzhaftes sein wird. Deswegen ist es auch gut, dass ich da irgendwie dieses, ja, dass ich das gut lerne mit dem,
den Frieden in mir zu finden, egal was draußen passiert. So, ne? Und die Themen auch einfach da sein lassen zu können. Deswegen möchte ich halt auch mir dieses Jahr schenken, sozusagen an Orten zu sein, wo ich auch viel Raum für mich habe, wo Menschen sind, die auch auf diesem Weg sind, die solche persönlichen Prozesse machen, um mir einfach da ja ein gutes Umfeld zu geben und nicht einfach in einem Job zu sein, wo ich funktionieren muss, sondern wo ich tatsächlich so sein kann, wie ich bin. Ein Thema, das für viele auch noch interessant war, so wie mache ich das denn mit Freundschaft durch diese vielen Ortswechsel? Viele meiner Freunde, die leben auf der ganzen Welt, in Deutschland verteilt. Also ich war das schon immer oder schon länger gewohnt, sozusagen über WhatsApp, über Telefon, über Skype in Verbindung zu sein. Das habe ich jetzt auch einfach in dieser Zeit so weiter praktiziert. Ja, also ich hatte immer jemanden zum Reden, wenn ich das gebraucht hatte. Ich hatte immer jemanden, der mich in den Arm genommen hat. Und ja, also ich habe da jetzt nicht irgendwie das Gefühl gehabt, ich bin alleine oder so, weil ja ganz im Gegenteil. Ich habe ja in Leipzig allein gelebt und wollte aber in einer Gemeinschaft leben. Und dadurch, dass ich jetzt keine eigene Wohnung mehr hatte, war das ja so, dass ich dann quasi immer in Gemeinschaft war und habe das sozusagen schon gelebt, wo ich jetzt am Ende dann auch, ja, vielleicht lande. Ich weiß es ja nicht. Damit bin ich mal losgezogen und ich bin auf jeden Fall jetzt schon reich beschenkt worden an Erfahrungen. Also ich kann das wirklich, wenn du überlegst, so einen Schritt zu machen. Ich hatte schon lange, habe ich diesen Satz, Mut wird belohnt und das erfahre ich auch. Und das, was ich, dieses Vertrauen, was da in mir wächst, ja, und dieses Gehaltensein, das wird mein Leben lang sozusagen das in mir sein. Und ich merke, dass ich jetzt so richtig in diesem Modus auch immer mehr ankomme. Ja, mich nicht an Äußerlichkeiten festzuhalten, weil alles ist veränderlich. Alles ist permanent in Veränderung im Außen. Ja, die Jahreszeiten, die Menschen, die in dein Leben kommen und gehen. Und bei manchen Menschen, die nehmen das stärker wahr als andere. Bei manchen ist es mehr Veränderungen verbunden als bei anderen Leben vielleicht. Aber ich bin jetzt sozusagen sehr stark trainiert, Dinge einfach schneller loszulassen, mich nicht an Personen, Dingen festzuhalten. Ja, weil alles kommt und geht. Und das, was, ich habe das schon mal in einem Video vor längerer Zeit gesagt, so das, was konstant ist, bin ich. Und das ist einfach jetzt noch stärker. Ich kann das noch mehr genießen, einfach im Moment zu sein und darauf zu vertrauen, dass das der Ort ist, an dem ich gerade sein will oder soll. Und auch, was jetzt auch immer mehr kommt, ist so nicht mehr so sehr in der Vergangenheit zu sein und nicht so sehr in der Zukunft zu sein, weil ich merke manchmal, wie mein Kopf vorauseilt und gerne mehr Sicherheit möchte und dann schon wissen will, was passiert als nächstes, aber ich kann es einfach gerade nicht. Die Dinge zeigen sich, wenn sie sich zeigen, und es ist wie so eine Blüte, die immer mehr aufgeht und ein Blütenblatt nach dem anderen öffnet sich und irgendwann wird sie ganz offen sein und das Herz wird sich zeigen. Ich bin gespannt, was am Ende herauskommt, wo ich vielleicht lande oder das, wie gesagt, darum geht es irgendwie gar nicht mehr. Es geht um jeden einzelnen Schritt und den bewusst zu machen und da alles mitzunehmen. Ich lasse es mal an der Stelle. Wenn du noch weitere Fragen hast, dann schreib die gerne in die Kommentare. Hier findest du gleich noch zwei Videos, kannst du gerne weiterschauen. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Video wieder einschaltest. Alles Liebe dir. Ciao.